So, Hallihallöchen, Leutchen, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Star Wars The Old Republic. Ich bin immer noch Yomika und ich gehe erstmal einkaufen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Beziehungsweise verkaufen. Gut, dass Idioten alles kaufen. Finde ich gut. So, in der letzten Folge haben wir Bengel Moors kennengelernt. Und hey, das ist doch besser aus meinem. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Okay, komisch. Jedenfalls, wir haben Bengel Moors Hologramm getroffen, haben uns lustig über ihn gemacht und seine Soldaten gedemütigt. Ach, das war eine Creditkiste. Das will ich eigentlich nicht mitnehmen. Ach so, es verbraucht sowieso seinen Platz. Verstehe, okay. Dann ist vielleicht besser, das zu öffnen. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Müll. Mist. Das war kein Müll, oder? Nee, war kein Müll. Der kann weg. Warum auch immer ein Medic-Droide Gedärme kauft. Eigentlich will ich gar nicht wissen, warum. Ich will gar nicht wissen, was in unserer Medizin drin ist. Dass ich mir gerade reingefüllt habe. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Wow. Ich habe gehofft, dass irgendwas davon stecken würde. Jetzt. Fuck it. Dann reden wir mal mit diesen Lama, Mutanten, Vieh, whatever. Ich habe die Statuen der Fleischräuber studiert. Hier sind meine Notizen. Pauiror, Maglaresesim. Purmatoto Gisafin, Grudot, Simnia Supa. Ek Farkar Xara, Furflaskyu. Grania Mimi Vravni, Hev Vikum Libiarinu. Hev Scam, Pimio Helka Twitwerk. Hever Zegnaik, Yo Flo Kumpa. Ah, schon wieder neue Hosen. Ich bin überglücklich. Yay! Heute muss der Tag der Hosen sein. Melden Sie Ihre Beschwerden. Da. Kannst meine gebrauchte Hose haben. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. So, die Alte scheint gestorben zu sein. Ich habe den Energieschild abgeschaltet. Irgendwelche Neuigkeiten zur Mission von Meister Orgus? Nein. Meine Mutter hat während eurer Abwesenheit ihren Frieden gefunden. Ich bin jetzt Matriarchin. Ihr werdet es schaffen. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Das ist kein Problem. Ihr müsst das alles nicht allein bewältigen. Wer sagt, dass Jedi gefühllos sind, der irrt sich. Bevor er gegangen ist, hat mir Meister Orgus Folgendes gesagt. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Er glaubt, dass unser Wesen weiterlebt und sich mit der Macht verbindet, wenn wir sterben. Ich hoffe, das stimmt. Matriarchin, Fleischräuber sind durch unsere Verteidigungslinien gebrochen. Sie haben etwas mit unseren Getreidefeldern gemacht. Sie haben seltsame Maschinen aufgestellt. Als ein Späher sich einer von ihnen genähert hat, ist er krank zusammengebrochen. Er ist dann von dem Gerät weggekrochen und es geht ihm besser, aber da draußen sind immer noch viele von diesen Maschinen. Alles klar, lass mich raten. Ich soll mich den Geräten nähern und sie ausschalten. Erstmal die Flüchtlinge verjagen Sag wollen. Sag euren Leuten, dass sie von den Feldern fernbleiben sollen. Ich zerstöre diese Dinger. Ich stehe erneut in eurer Schuld. Geht jetzt schnell zu den Feldern. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Wieso? Es passiert doch nichts, wenn ihr euch den Dingern nicht nähert. Obwohl, das Essen könnte vielleicht danach nicht mehr so gut schmecken. So. Toxinmine. Alles klar. Jetzt haben die auch noch Minen, die Ficker. Soll das Äpfel sein? Was soll das darstellen? Das sieht aus wie ein Kürbis. Okay! Eine Frage. Wie hat er sich hier eingegraben? Ist er schon die ganze Zeit da eingegraben? Oder hat er sich eingegraben, ist platziert und sich dann eingegraben? Keiner so denkt zu sagen müssen, so, ja, da hat er übrigens so ein Viech eingegraben, so, also pass auf.
Jetzt sind die Dinger komplett losgeworden. Endlich. Oh, wir machen doch ganz viel Schaden. Ja, okay, das ist der, wo die Mine platziert hat. Okay, das hat natürlich einer gesehen, der sich da eingegraben hat. Und das und die Erde sieht einfach perfekt oben drauf aus. Also ein wahrer Künstler, diese Typen. Wahre Künstler. So, machen wir den hier. Dann kriegen wir noch so eine Schnauze. Und dann machen wir den hier. Und dann dieser dauert. So. Das war's schon wieder. Das zählt auch noch als Hauptmission. Da kann er irgendwo schwimmen, ja. Ich habe die Maschinen zerstört, die euer Getreide vergiftet haben. Ich habe gesehen, was ihr da draußen erlitten habt. Das war nicht nur Tapferkeit, das war Heldenmut. Bitte nehmt dieses Zeichen der Verehrung meines Volkes. Es tut mir leid, dass es nicht mehr ist. Dafür lässt sich sicher eine bessere Verwendung finden. Ihr habt mehr getan als jeder Fremde vor euch. Warum riskiert ihr immer wieder euer Leben für Leute, die ihr kaum kennt? Es ist auch noch was Böse markiert. Okay, ist auch nicht der Weg der Jedi. So, machen das Jedi, weil ich mich kümmere. Ich kann nicht einfach zusehen, wie andere leiden. Viele in meinem Volk trauen den Jedi nicht. Ich wünschte, sie würden euch so kennen wie ich. Auch wenn ihr keine Belohnungen mögt, bestehe ich darauf, dass ihr diese annehmt. Ich sollte jetzt alle informieren, dass die Gefahr vorüber ist. Du hast mir gar nichts gegeben. Du hast mir nur die Hand gereicht. Da war nichts drin. Okay, anscheinend war doch was in der Luft drin. Danke. Die Fleischräuberbasis ist endlich erledigt. Wie sieht es bei dir aus? Bengelmo hat mich kontaktiert. Die Fleischräuber haben zurückgeschlagen. Ich stink langweilig. Ich habe über Holo mit eurem alten Padawan gesprochen. Er tut das alles, um die Sith auszuschalten. Dann ist er selbst kein Sith. Gut. Ich muss zu ihm und ihn zur Vernunft bringen. In der Kommandobasis der Fleischräuber habe ich die Koordinaten für eine Reihe geheimer Lager gefunden. Zu viele, um nur Jedi-Meister auszusenden. Ein Lager befindet sich in den Ruinen von Oberkalett. Die Patrouille, gegen die du schon gekämpft hast, war hier stationiert. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Sache zu Ende zu bringen. Was, wenn ich eurem alten Padawan begegne? Wenn du Bengel siehst, zieh dich sofort zurück und nimm mit mir Kontakt auf. Sei vorsichtig in den Ruinen. Wir haben sie noch nicht alle erforscht. Das glaubt er wohl selbst nicht, Kontaktiere oder? Mich, wenn du die Mission erfüllt hast. Möge die Macht mit dir sein. Ah, meine Ohren bringen mich um. Dieses Headset tut so arschweh. Blöden Edeka-Kopfhörer. Ist das? Kostenloser, erheblicher Erfahrungsschub. Das spare ich mir noch auf. Hat was. Das hat was, Leute. Bin ich jetzt schneller? Ja. QL. Wir sind schneller, Leute. Wurde auch höchste Zeit. Für einen Jedi waren wir immer sehr lahmarschig. So. Heldenverehrung. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Hier, oder? Nee. Hier. Dunkle Versuchung. Okay. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Ja, da drüben wird auch was sein. Ihnen stehen folgende ich hab schon verstanden. So, haben wir hier noch irgendwas? Okay, sortieren wir das schon mal. Das kann verkauft werden alles. Das behalten wir.
Okay, hier war doch irgendwo ein Händler. Genau hier. Ungakapakam. Die behalb mal. Premium Kampfstim. Ja. Ich soll es vielleicht auch mal benutzen. So. Oh, der mit uns nicht sprechen wollte. Chatun Kulkadu. Kennt ihr jemanden namens Fia? Ich habe etwas für euch. Ihr seid hässlich. Nachricht überbringen. Alter, was zum Teufel? Wer würde sowas... Okay, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Egal. Padawan Fia lässt euch grüßen und sie schickt euch diese Holo-Aufzeichnung. Chobod i kafu anchawa. Chob ting wampa la hagua doi biska. Alter, er tut mir echt leid. Ich das nicht. Ihr scheint die Begegnung ja überlebt zu haben. Nana, natu pachunki. Oi grani tampio dume donki. Chakukadu maji, tahus hagua upa. Crispa doe kankin, kunke gupa. Do bataji moa atima. Wo ist der Körper des Ruinen? Das ist erstaunlich. Alter Schrottfilm interessiert das. Was ist mit den anderen Teilen passiert? Noi kuchusu, yo mata chi pompota. Ki mada tanta chi ruli ya? Noe ayu ya tia chavupa. Tinka tuana che mai chuba. Hachuna, huabo nuta dubita. Ja, ist ja klar, die beschützen irgendwas, oder? Anstatt sie zu eliminieren, wurde jemand verletzt? Was auch immer ihr sagt. Warum zerstört ihr diese Droiden nicht einfach? Mokelema klonki niatam bomba boshuda. Stimmt wohl. Warum liest... Warum holt er nicht einfach den Chip und liest ihren... Ne umpi bedwana ni bobo chopa uma. Ne umpi bedwana ni bobo chopa uma. Tuala wanki, wabda ya tuka loka. Kili, wata bunki donko, patoga lorda. Ich werde euch diese Proben in kürzester Zeit beschaffen, Meister Tillin. Yeliska, Chanaga, Bumpa, Komchinka. Wonka, Tuske, Uwana, Wa. Zuzaneko, Higa, Danoila. To, Chananga, Ema, Chai. Yunaliska, Chananga, Wachikospa, Inikontinka. Ist irgendwie so ein bisschen nervig, da lesen zu müssen. Bei einem Anime lohnt es sich wenigstens noch, aber hier denkt man sich so, oh Gott, jetzt spiele ich hier Story, hab vielleicht damals Geld für das Spiel gezahlt und darf die ganze Zeit lesen. So, ich bin mir sicher, dass hier auf dem Gelände irgendwo noch ein Jedi sein muss, der eine Mission für uns hat. Ich bin mir absolut sicher, dass der in diesen Ruinen irgendwo war. Und ich will den jetzt finden. Ich will hier nicht weg, ohne alles gemacht zu haben. Stimmt, wir sollen ja die Droiden scannen. Was genau? Überreste. Ach so. Okay. Weh, die despawnen, bevor ich sie scannen kann. Ich kenne Spiele wie die und das passiert gern mal. Ja, da sind sie schon weg. Oh. Ich war mir sicher, dass die zwar auch eine Quest hatten. Aber vielleicht wird die erst freigeschalten, wenn ich bestimmte Sachen mache. Das kann auch sein. Auf jeden Fall werde ich später nochmal hier reinschauen. Okay, ich soll vielleicht maximal Zweiergruppen angreifen. Weil sonst komme ich mit dem Scannen nicht mehr hinterher. Okay, da ist ein Einzelner. Wir haben unsere Fähigkeit bekommen. Was?
Wie jetzt? Den kann ich nicht scannen. Was denn das für ein Kack? Superdruiden können nicht gescannt werden, oder? Oh, da fällt mir ein. Ich vermisse echt die Superkampfdruiden oder überhaupt die Druiden. Aber die gibt es ja zu dem Zeitpunkt leider noch gar nicht. Obwohl ich das nicht verstehe, weil die Druiden waren nicht gerade intelligent. Die neue Attacke ist geil. Die taugt mir. Okay, zuerst ihn scannen, weil er zuerst gestorben ist. Dann scannen wir ihn. So, dann können wir uns eigentlich... Ah, okay, einen brauchen wir noch. Egal, dann machen wir die schnell platt. So. Dann holen wir uns das hier. Dann sind wir fertig. So. Hüter der Vergangenheit. Hüter der Vergangenheit. Okay, ich soll jetzt noch Druiden zerstören. Es gibt mehr EP, glaube ich. Egal, das machen wir jetzt einfach noch schnell. Wenn es ist, kann ich es ja immer noch im Nachhinein ausziehen. Aber ich vermute mal nicht, dass es passieren wird. So, gib mir deinen Loot. Danke. Zuckerstück, du. Finde ich übrigens interessant, dass wir immer noch das Baby drin haben. So, geht doch. Sollen wir nochmal zurückrennen? Ich würde halt gerne wissen, ob die Mission dann freigeschalten wird. Ach, egal. Machen wir später. Ach, wir haben die Heldenkammer ja auch noch. Ich glaube, wenn wir weiter so leveln, können wir die so oder so solo hauen. Dachte ich mir noch, wir sollten vielleicht langsam fahren, aber das heißt ja, dass man das kommt natürlich erstmal mit dem Test an. Ja. Besser. Das ist zu wenig Energie. Oh, Trash. Ah, komm schon. Oh, fang ihn her. Ich hab Termine! So, okay, wie komme ich da jetzt hin? Ist ja hier irgendwo, oder? Wie immer habe ich absolut keine Ahnung, wo ich von A nach B, von B nach B, von B nach C, von C nach B, von C nach Z komme. Hat funktioniert. Damit habe ich absolut nicht gerechnet, dass es funktioniert. Oh gut. Na, wäre ich doch den anderen Weg gegangen. Hey, wir sind endlich in der Höhle. Edlen Berfia Kallen Tom Keret. Atenger Kellet Wiesel nie as. Fuck ist das denn? Meister Orges hat mich geschickt, um die Fleischräuber zurückzuschlagen. Os des Hanjot Akik Nekta Neve. Tavolab meg mindig uge. Oze gisazos homaleban. Lerega mozdu latlan felit gegob es elenga agiom. Wisst ihr, was ich mich gerade frage?
die alle verstehen, was die was Menschen sagen. Oh, oh, guck mal. Die verstehen das alle, okay? Warum sprechen sie dann in der Sprache weiter? Also, ja gut, Heimatsprache und so verstehe ich schon, aber wenn sie da in den Tempel sind, wundert es mich halt, dass die da so weitermachen. Aber gut. Wie war's? Dunkelheit und so? Wenn die das können, kann ich es auch. Die dunkle Seite ist stark hier. Fleischräuber bündeln ihren Hass, zehren an der Dunkelheit. Sie werden mächtig. Mächtig oder nicht, außer mir kommt sonst niemand. Gute Punkte kriegt man echt nicht so schnell. Böse sein ist echt einfach. Jede Wische kann das. Ist als Allah Solitation als Allah zu Kisal. Was ein epischer Tod. Ach du Scheiße. Und die Leiche ist weg. Alles klar. Das nennt man mal Schauspielkunst. Und kill mich gerade gleich echt mal mit diesem fucking Headset. Muss ich mal kurz gucken, dass es so vielleicht ein bisschen besser ist. So. Stärker. So, oh, oh, oh. Aha. Was haben wir denn da? Der war schlechter, als ich überhaupt hatte. Der war deutlich schwächer, als ich erhofft hatte. Schade. Ich glaube, der hat auch nur dieses Gebet gemacht, oder? Zum Heilen. Ah, was ist der mit dem? Kann ich mich jetzt an den geschützt haben? So, Loot. Aha. Wow. Ich dachte schon. Das Fleischräuberlager ist unschädlich gemacht, Meister. Aber es waren lauter Machtanwender. Sie haben einen Jedi namens Laota getötet. Seine Leiche liegt in den Ruinen. Was soll ich tun? Wir bergen unseren Gefallenen später. Ich habe gerade ein Notsignal von der Twi'lek-Siedlung erhalten. Sie haben Bengal Moor gesehen. Unsere Leute sind auf die geheimen Lager verteilt. Wir sind die einzigen, die sich darum kümmern können. Ich bin auf dem Weg zur Siedlung. Wir treffen uns dort. Dam, dadam, dam, dam. Kann ich inzwischen wieder schnell reisen eigentlich? Kann ich. Nicht. Noch eine Minute. Na toll. Was ist das denn? Was bringt mir das? Ist mal so gefragt. Egal. Oh, wir können einiges wieder lernen. Wir müssen echt zurück. So. Okay, ich versuche jetzt einfach mal so schnell rauszukommen. Oh Mann, jetzt geht die Schnelligkeit weg, weil der Abflug reichen muss. So. Ich hoffe mal, die sind nicht nachgespawnt. Weil dann können wir schnell zurückrennen und die andere Mission noch abgeben. Obwohl, wir sind ja eigentlich jetzt schon wieder bei der Zeit. Ich würde sagen, ich mache einfach einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, es dauert auch einen Moment, bis wir da drüben sind. Okay, dann würde ich sagen, ist das Video hier vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssikowski und goodbye.